Auf dem Tisch hinter mir sind 5 Gepäckstücke, die am Flughafen beschlagnahmt wurden. Die habe ich bei einer Auktion der FraSec ersteigert, bei der man unter anderem auch Messer, Powerbanks oder andere Gegenstände kaufen konnte, die man nicht mit ins Flugzeug nehmen darf. Für einen Koffer habe ich sogar satte 120 Euro geblecht. Also gucken wir mal, was drin ist. Ich dachte mir, für das erste Video, in dem ich wieder back bin, hole ich ein Classic raus. Gerade weil sich es viele von euch gewünscht haben. Außerdem gibt es heute ein Bewertungssystem. Zustand von außen ist auf jeden Fall used, ist aber nicht damaged. Ich glaube, man kriegt das auch clean. Logo ist ein bisschen abgewetzt. Ich würde sagen, eine solide 4 von 5 Sternen. Wert dieser Tasche selbst ist neu ungefähr 70 Euro. Den Rucksack habe ich mit obviously unbekannten Inhalt für 85 Euro ersteigert. Wir brauchen also eigentlich nur eine Wertsteigerung von, weiß nicht, der ist ja auch recht used, 30 Euro vielleicht? Ich würde sagen, der Wert bisher 3 von 5 Sternen, okay? Machen wir das Baby mal auf. Was könnte in so einer Fahrradtasche drum sein? Ich hoffe nicht nur Fahrradwerkzeug und so. Ich hoffe keine vergammelten Snacks. Okay, was anderes, was Sinn macht. Da ist einfach schon eine used Socke rausgefallen. Mit Loch. Eine blaue Fahrradregenjacke. Ui, Gore Bikewear ist eine fancy Fahrradmarke. Die Jacken gehen bis hoch auf 200 Euro neu. Okay, riecht normal. Und das verspreche ich mir immer bei so spezifischen Sachen, weil manchmal sind da wirklich Sachen drin, die mehr Wert haben als jetzt zum Beispiel ein Koffer. Fahrradpumpe, Classic. Wow. Neu auch um die 20 bis 30 Euro. Das ist voll geil. Ich habe nämlich eine mega Billo-Fahrradpumpe. Ich habe aber auch ein mega Billo-Fahrrad. Das hat sich jetzt schon gelohnt. Das hätte ich irgendwie nicht erwartet. Dickste Fahrradschloss. Ey, sowas kann auch teuer werden, ne? New York Lock Kryptonite. 130 Euro neu. Okay, weiter geht's. Eine Shorts von North Face. Wisst ihr, das ist ein Fahrradfahrer. Fahrradfahrerin? Fahrradfahrerinnen mit Style und Klasse. Ja, wieso nicht? Um die 50 Euro, würde ich sagen. Sportshirt. Hm. Zum Glück habe ich mir noch Handschuhe geholt. Ein weiteres Fahrradshirt. Geil! Die ist wirklich sehr löcherig. Die ist wirklich wahnsinnig abgeranzt. Fahrradshorts, Socken, lange Fahrradhose. Uff, das fühlt sich leicht sweaty an. Damit haben wir die Klamotten erstmal abgedeckt. Kommen wir zu weiteren Kleinigkeiten in dieser Tasche. Oh mein Gott, ein Inhalationsgerät für 230 Euro neu. Ja, zur Therapie von Atemwegserkrankungen. Aber krass, die Person hat sich nicht abhalten lassen, sich ein Radhobby aufzubauen. Hat einfach das Ding hier mitgenommen, hat gesagt, ich kann das durchziehen, auch mit Atemwegsproblemen. Niemand hält mich auf. Das ist die Mentalität, die ich sehen will. Es muss ein Fahrradersatzschlauch sein. Von Schwalbe. 6 Euro. Und Kochsalzlösung. Da, eine Sache sehe ich da noch. Ein geiles Taschenmesser. Ah, nee. Das ist ein Fahrradreparatur-Kit. Nee, ein Schraubenkit. Ja, aber wahrscheinlich auch fürs Fahrrad. Ich Otto. Hammer. Damit kann ich mein Drecksfahrrad endlich reparieren. Schon ganz verbogen. Nee, kann ich nichts zu finden. Trotzdem super praktisch. Ach, schöne Socke, hätte ich fast übersehen. Die hat sich auf jeden Fall mega gelohnt. Für den Inhalt würde ich so auf jeden Fall 4 von 5 geben. Fun-Faktor ist okay, wenn man Radenthusiast ist, mega. Es war fun, dass die Sachen so viel Wert haben, also würde ich sagen 3 von 5 Sternchen. Aber das war ja noch harmlos im Gegensatz dazu, was uns später noch erwartet. Bitch, es ist ein Zeichen, dass ich nach Bali muss. Hier ist ein Pass. Foto von ihr drin. Irgendwas ist mir ein Ausschnitt gefallen. Ist der Koffer aus den 90ern? Das riecht hier so eklig. Aber nicht nur der Inhalt der Koffer ist eine Überraschung, sondern auch der Inhalt dieser Mystery Box. Ich möchte kurz über The Female Company sprechen, weil es wichtig ist, über Menstruation zu reden. Und bevor du jetzt direkt wegklickst, ich habe sowas von die Schnauze voll in der Öffentlichkeit, dieses Thema zu vertuschen mit Erdbeerwoche und blauen Flüssigkeiten auf Binden in Werbungen. Ich blute aus meiner verdammten Vagina. Und es ist die Wahrheit. Das ist die Mystery Box von The Female Company. Besonders müssen wir darüber sprechen, weil das gewisse Umstände mit sich bringt, die Periode. Meine hat sich zum Beispiel total verändert, als ich mir die Spirale habe einsetzen lassen. Und ich muss sagen, Period Panties waren meine absoluten Favorites und Retter, muss man schon fast sagen. Ey, das Logo finde ich auch
absolut affengeil. Ich bin mir sicher, egal welche ich gezogen habe aus meiner Mystery Box, sie wird cute sein. Guck mal, wie schön. Ich bin ganz ehrlich mit euch, der Look trägt bei mir wirklich viel zum Wohlfühl-Feeling auch mit bei. Oh, I love it. Und dazu kommt einfach noch, dass sie eine Saugstärke von 1 bis 6 Tampons haben, nur 1 Millimeter dicker sind als normale Unterwäsche und ihr habt 8 bis 12 Stunden quasi Halt ohne Nässegefühl. A classic in red. Die sind hygienisch wiederverwendbar, leicht waschbar und das Beste ist, sie sind non-toxic im Gegensatz zu einigen anderen Periodenprodukten. Wie ihr vielleicht gesehen habt, enthält die Mystery Box 3 Panties in zufälligen Styles und Saugstärken. Mit der könnt ihr bis zu 54 Euro sparen und mit meinem exklusiven Code TFC-Kel bekommt ihr 12% Rabatt auf den kompletten Online-Shop, auf alle Produkte und auf die Mystery Box. Und ab 50 Euro Einkaufswert ist der Versand sogar kostenlos. Ihr könnt also in Ruhe shoppen und sparen. Ein tolles Angebot, also das ihr nicht verpassen solltet, vorausgesetzt, ihr habt eure Periode. Und am Ende bleibt mir nur noch zu sagen, Mom, I am a rich man. Hier haben wir einen Stoffkoffer von Samsonite. Den habe ich für 95 Euro ersteigert. Der Look von außen, ich weiß nicht. Ich mag softe Koffer nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich habe immer das Gefühl, da ist nur Trash drin. Aber wir werden sehen. Vielleicht irre ich mich ja auch. Deswegen von außen 2 von 5 Sternen. Der kostet aber trotzdem im Neuzustand um die 100 Euro. Das gibt mir auf jeden Fall so ein 3 von 5 Vibe. Lasst uns mal mit der Vordertasche anfangen. Leer. Aber zum Glück haben wir noch eine zweite Vordertasche. Ulala, ein Nylonsöckchen. Ein kleiner Schlüssel? Was kann das sein? Ich habe voll Angst, dass so drücken. Ich habe Angst, dass irgendwie ein Alarm losgeht oder so. Stellt euch mal vor, vielleicht brauchen wir diesen kleinen Schlüssel aber noch in Zukunft. Mini-Schloss. Oh, okay, okay. Der scheint verschlossen gewesen zu sein und irgendjemand hat ihn einfach aufgeschlossen. Boring. Jetzt geht's ans Eingemachte. Schuhe. 38 ist sogar meine Größe. Was ist das denn? Sieht ja mega crazy aus. Was hat diese Person wohl so gemacht? Zartago Reisekissen. Fühlt sich gut an. 25 Euro, wenn es neu gekauft ist. Ich denke mal, das sind Socken oder Unterhosen. Schwarzes Haar. Sorry, schwarzhaarige Person. Hier gibt es vielleicht ein Anzeichen drauf, wo die waren. Halleluja. Das müssen ja Mitbringsel sein. Ach du Scheiße. Unzählige Masken. Einige Halstücher. Hier muss mal ein Singapur-Magnet drin gewesen sein. Etwas aus Indonesien. Screen Protector. Irgendwie emotional. Diese Person scheint von einem Brief die Briefmarken behalten zu haben. Ich weiß jetzt nicht, warum, weil Wert haben die wahrscheinlich nicht wirklich. Hier ist viel Müll. Lidl Connect. Ein Magnet aus Konstanz, Indonesien. Das sind alles so random Sachen für mich irgendwie. So ein Car Rental aus Bali. Will mir dieser Koffer etwa sagen, dass ich mal wieder nach Bali muss? Bayern-Ticket für eine Person. Hier steht doch ein Name drauf. Eine Bahncard 25, ein Organspendeausweis sogar. Leute, das kann doch nicht sein, dass man diese Leute nicht wiederfindet irgendwie. Eine Postkarte aus Nürnberg. Da komme ich quasi her. Bitch, es ist ein Zeichen, dass ich nach Bali muss. Ist aber auf jeden Fall super random und ich kann nicht wirklich sagen, was diese Person getan hat in dem Moment, als sie den Koffer verloren hat, leider. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Aber die Tasche, die mich sehr interessiert, ist die Tasche in der Tasche hier. Hier hätte ich fast übersehen. SD-Karten. Hier ist ein Passwort. Foto von ihr drin. Ist es eine indonesische Queen vielleicht sogar? Okay, ich weiß, wie sie heißt, ich weiß, wie sie aussieht. Jetzt ist es ein bisschen unangenehm. Okay, normalerweise kann ich mich immer gut distanzieren. Hope and pray. Das ist ein Kamerarucksack ist. Kameraband, eine leere Linse und Zubehör, eine Canon-Linse, weitere Canon-Linse, Battery Grip für Canon, aber keine Canon-Kamera. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie die vielleicht doch an sich getragen hat. Schade eigentlich. Oh, ihre Brille. Okay, aber ja klar, das ist trotzdem nicht schlecht. Ein paar Linsen haben immer einen Wert.
Mein Tisch fällt auch auseinander. Der sieht so schäbig aus. Der Wert des Inhalts also recht bescheiden, würde ich sagen. Doch iPhone 5, aber auch nur wegen den Objektiven und Fun. Eigentlich hätte der 1 bekommen, weil er sehr verwirrend ist. Aber weil ich ein Foto und ihren Namen gefunden habe, würde ich sagen 2 von 5 Sternen. Haha, so fun, oder? Einfach quietschgelb. Leider ist der komplett abgefuckt, dieser Koffer. Ich konnte die Marke, die EF ist, auch irgendwie nicht finden. Also Zustand des Koffers außen katastrophal. 1 von 5. Nur für die Farbe gibt es einen Punkt. Look des Koffers phänomenal. Er sieht aus wie eine riesige Waffe, wenn er nicht so abgefuckt wäre. Wert vom Koffer selbst ist eine absolute 0 von 5 Sternen. Keine Ahnung, hab's nicht gefunden. Das ist jetzt ein etwas größerer Koffer. Der größte Koffer, den wir ersteigert haben. Für 70 Euro. Meine Erfahrung mit großen Koffern ist eigentlich, dass da immer nicht so spannende Sachen drin sind. Meistens Klamotten. Aber Benefit of the Doubt, Leute. Ja, er ist auf jeden Fall schwer. Hallo. Erster Eindruck sehr ordentlich. Riecht auch sehr fresh. Bin ich endlich mal an den Koffer gekommen, der verloren gegangen ist vor dem Urlaub und nicht danach. Oh ja. Skiurlaub. Das ist das Skiset von ASOS, das ich mir letztes Jahr für den Winter kaufen wollte, aber das ausverkauft war. Eine weitere Skihose, auch von ASOS, mega stylisch. Oh mein Gott, yes. Style. Eine Cap, eine Beautiful Bag, de Knie. Was ist das nochmal, de Knie? Neu um die 150 Euro, meine Damen und Herren. Michael Kors Geldbeutel. Ich dachte leer, aber ein bisschen Kleingeld haben sie uns gelassen. VGF-Tickets. Diese Stoffmasken, die wirklich wahnsinnig viel bringen. Die ist leider recht leer, aber ist eine schöne Tasche. Your turn, cutes Shirt. Warum nicht? Ich habe das Gefühl, es ist endlich mal ein Koffer von einer Person in meinem Alter. Ungefähr. Mega geil. Cute Primark Slippers. Geht immer. ASOS Sneaker. Geile Stiefel. 38. Was für ein Zufall. Eingesackt. Auch irgendwie coole Stiefel. Warum nicht? Eine fette... Irgendwas ist mir in den Ausschnitt gefallen. Eine wahnsinnig krank, eklig benutzte Zahnbürste. Ew. Okay, das riecht sehr fresh. Wir haben hier so ein paar Toiletries, Binden, Eye Brightener, bisschen Skincare, eine Seife, Kaugummis, Nagelfeile, Lipfudge. Gut, damit kann ich jetzt alles nicht so viel anfangen. Das ist obviously sehr benutzt. Warum gucken da Haare raus? Ach, das ist Pelz. Ich denke mal Kunstpelz. Oh, ihr das ganze Skiset auf jeden Fall geholt von ASOS für ihr Skifahr-Adventure. Einfach eine crazy Weste und ein crazy ASOS Fake Fur Mantel und eine weitere Skijacke. Oh nee, das ist so ein ganzes Skiding. Mann, warum passt mir das nicht? Das wäre perfekt. Ist doch bald wieder Ski-Season. Ein Rollkragenpulli, ein Hemd, ein Rock. Es ist eigentlich der perfekt gepackte Koffer. Was wirklich Wertvolles war da jetzt leider nicht dran, außer vielleicht die Handtasche. Und diese Skianzüge kann man vielleicht recht gut wieder verkaufen für ein paar Euro. Es hat sich, glaube ich, ungefähr gelohnt mit der Tasche. Vielleicht kann man die für 80 Euro oder so wieder verkaufen und dann haben wir den wenigstens abbezahlt. Wir kommen halt nur auf 0, aber wenigstens kein Minus. Fun-Faktor war jetzt nicht so groß. Ich hatte bei den anderen irgendwie mehr Fun. Aber das ist das Ding mit den großen Koffern. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Ich konnte mich nicht lumpen lassen und musste natürlich auch einen beautiful voll gelben Koffer holen. Der ist ein bisschen dreckig, aber eigentlich noch gut imstande. Keine Ahnung, die Marke habe ich leider auch nicht gefunden, deswegen kann ich nicht viel zum Wert des Koffers sagen. Deswegen gucken wir direkt rein. Ach so, wie kriege ich den denn auf hier? Der ist natürlich verschlossen. Ach, das ist gar nicht verschlossen. Die Dinger wurden nämlich einfach abgerissen. Aber wenn der verschlossen war, heißt es vielleicht, dass wir einen wertvollen Inhalt zu erwarten haben. Let's see. Sieht nach Klamotten aus. beautiful. Boxershorts, brandneu, kann man super spenden. Wieso nicht? Topshop Hemd, Calcedonia Jeans, Zero Moda. Okay, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das großartig alles rausholen müssen. Eine Jacke, Jeans, Oberteile, kariertes Hemd. Komm schon, gib mir was Gutes. Hardware, designed and developed in Germany. Den muss ich doch finden. Auch um die 100 Euro. Ist doch ein fancy Koffer. I pray to the luggage gods.
das euer Ernst? Wie alt ist denn bitte diese scheiß Tastatur? Wozu? Eine brandneue Weste von Westfjord. Fuffi brand new. Satellitenreceiver, warum ist es so random? Whitney Houston CDs. Der Koffer aus den 90ern? Die Schlümpfe-Hörspiel. Lieber Kunde, es tut uns sehr leid, dass Ihr Artikel einen Defekt hat. Koffer-Sicherheitsband bringt auch nichts, wenn der Koffer einfach komplett verloren geht. Könnte das einer der top-scheißigsten Koffer gewesen sein? Wie viel hat er nochmal gekostet? 60 Euro. Danke für nichts. Wert des Inhalts 0 von 5 Sternen. Fun. 0 von 5 Sternen. Ein absoluter Hurensohn-Koffer. Kommen wir zu meinem Schatz und den teuersten Koffer dieser Session. Der ist von Pure Norway. Hier verkauft jemand genau den gleichen Koffer für 40 Euro. Ich dachte jetzt irgendwie, der wäre mehr wert, aber okay. Der Zustand außen ist ganz okay. Ich würde sagen 4 von 5 Sternen. Ich glaube, so neu ist er auch so um die 100 Euro wert. Mal gucken, ob der sich die Punkte innen holen kann. Punkte innen. Bäh. Der Geruch gefällt mir nicht. Riecht hier so eklig. Sehr, sehr viel. Sehr viel dreckige Unterwäsche. Boah, das sieht schon wieder nach so Arbeiterklamotten aus. Oh, irgendjemand hat irgendwas renoviert. Die sind auch alle voll mega dreckig. Das sind einfach Spielekarten. Bitte sagt mir, dass die was wert sind. Was ist das nochmal? Davon gab es doch ein Anime. Sagt mir nicht, dass der Mann von irgendeiner Meisterschaft kommt oder so. Für Yu-Gi-Oh! Karten. Yu-Gi-Oh! Ist das. Es sieht aus, als hätte er damit gespielt. Hier ist auch ein Deluxe-Karten. Shuffle. Ich weiß nicht, es gibt bestimmt Leute, die kennen sich damit besser aus als ich. Macht euch gerne mal in den Kommentaren erkenntlich. Ich glaube, ich habe heute schon genug Boxershorts angefasst. Ich sage euch ehrlich, ich habe dann auch genug irgendwann. Das macht dann auch keinen Spaß mehr. Oh mein Gott, es ist so ein maskuliner Koffer. Ein Riesentuch mit Baum drauf. Kabel. Lass mich raten. Yu-Gi-Oh! Karten. Barber Club. Ein bärtiger Mann. Hallo. Yu-Gi-Oh! Karten. Land Rover Owner International Magazine. Larif Cabana for Men. Sehr groß. Ey, das ist irgendwie so ein Nerd-Koffer. Ich lieb's aber, ich lieb's, ja? Ofert-Roman von Dick Harrison. Das sieht schwedisch aus oder so. Einige Yu-Gi-Oh! Structure Decks. Ach, hören Sie mal. Bierkönig. Das würde auch den ganzen Sand hier erklären. War es ein Malle-Urlaub mit den Jungs und gab's ein Yu-Gi-Oh!-Game zum Vorsaufen? Das ist so meine Storyline gerade. Ich denk mal, das ist seine Hygienetasche hier. Ich meine, ich bin ehrlich mit euch. Ich habe jetzt auch genug gesehen. Oh, hier ist eine Nadel und ein bisschen Nähzeug. Koffer aufmachen kann auch gefährlich sein. Ich sag's euch. Wenn ich angetan wäre, würde ich lügen. Ich kann den Wert der Yu-Gi-Oh! Karten gar nicht schätzen, aber ich denke mal, dass, weil die hier einfach so lagen, die sind einfach zum Spielen so, würde ich jetzt eigentlich auf Zero schätzen tatsächlich. Über die Klamotten müssen wir gar nicht reden. Sambas ist natürlich cool, aber nicht meine Größe. Fun-Faktor jedoch, dadurch, dass es so eine lustige Storyline gibt, würde ich sogar 4 von 5 Sternen geben. Fand ich einen geilen Koffer. Wieso nicht? Hat es mir Satisfaction wegen dem Wert gebracht, wie 120 Euro, die ich mir vielleicht zurückholen wollte? Nein. Aber Spaß hatte ich trotzdem. Wie gesagt, nach meiner kleinen Pause auf diesem Kanal dachte ich, es wäre fun, mit einem Classic zu starten. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich beim Zusehen. Verpasst kein Video mehr, indem ihr abonniert. Hier geht's ab jetzt wieder wöchentlich weiter. Also abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns auch beim nächsten Video. Und das ist der Gewinner, der heutige Koffergewinner des Tages. Congratulations!